Juhu. So. Looks like this has Her been here a damit. while. Ha. Ja, dann brauchen wir nur noch ein bisschen Muni, wa? So, Streichhölzer, Streichhölzer, nochmal Benzin, Flair, Flair. Tools, welcher Zustand? 99%! Oh, Leute. Nobody needs this Sehr anymore. gut, sehr gut, sehr gut. Und ein Hunting Knife Zustand. Naja, nicht ganz so prall. Hier haben wir auch nochmal eine Laterne. Was ist das hier? Cedar Firewood, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Es brennt eine Stunde und ist extrem gut zum Feuer Never felt so entfachen. cold in my life. Noch eine Bandage. Das ist hier auch Antibiotika nochmal. Sehr gut. Antiseptikum. Immer her damit. Noch ein Stück Holz. So, eine Newspaper. Eine Dose. Wir haben doch jetzt auch einen Dosenöffner bekommen. Das heißt, wir können auch gleich hier uns die Dosen reinhauen. Oh Leute, das ist ein sehr guter Start, dass wir jetzt so, dass wir direkt Glück hatten und hier die Wumme gefunden haben. Freut mich. Dass der Schrank hier leer ist, freut mich nicht. So, dann haben wir hier noch eine Schublade. Was ist hier? Komm, Muni. Muni, 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 Muni. Nichts. Nein, ich glaube eigentlich im Grunde auch nicht dran, dass wir jetzt hier im Safe Munition finden. Das wäre schon krass. In jedem Fall gucke ich jetzt mal, dass der unser Kalorienverbrauch ein bisschen runtergeht, indem wir erstmal eine Stunde abrasten. Sehr schön, sehr schön, sehr guter Start. Läuft. Hier haben wir noch ein bisschen Stoff. Na gut. Ah, hopp, komm. Metallkiste, hier ist was drin. Komm, 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 komm. Scrap Metal, sehr gut, brauchen wir. Okay. Scrap Metal brauchen wir auch zum Reparieren. Gut. Wie sehen wir aus? Nicht so gut. Moment mal, habe ich eigentlich Antibiotika dabei? Ja. Gut, dann immer rein in den Hals mit dem abgelaufenen Zeug. Mal hier noch eine Soda hinterher. Nach dem Kram gefällt mir schon wieder etwas besser. So, komm, safe. Na komm, lass dich nicht so lange bitten. Natürlich ist es 40. 5 wäre zu nah gewesen. Ach, safe. Wenn in dem Safe nichts drin ist, ja. Eine halbe Stunde in den Safe klappen. Ob jetzt. Mann. Bisschen hin, so. Und es war mir so klar, dass das Scheißding leer ist. Da 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 da. Naja, wir sind bei 17 Kilo. Wir haben 12 Uhr. Klamotten haben uns nicht weiterentwickelt. Jetzt nehme ich auch die Laterne hier mit. So.
Ah ja, die Workbench an sich, die können wir ja noch nicht benutzen in der Alpha. Okay, dann. Schlafen wir noch ein Stündchen, dann haben wir 13:30. Um Munition zu finden, müssten wir theoretisch definitiv noch zum nächsten Häuschen gehen. Aber sollen wir das tun? Reicht da die Zeit noch? Hier übernachten wir natürlich auch Quatsch. Oh, wir haben minus 9 Grad nur. Ist ja der Hohn. Wenn wir jetzt mal so niedrige Temperaturen haben, dann müssen wir das jetzt auch durchziehen. Das Wetter ist gut, Temperaturen sind niedrig. Liegt eigentlich hier, ist das was? Nee. Okay. Überlegen wir nicht so lange. Ziehen wir direkt zur nächsten großen Baustelle. In der Hoffnung, da eine Axt zu finden. Dann wären wir schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Mal abgesehen von den Klamotten. Wir brauchen bessere Klamotten. Sonst können wir mit dem ganzen Werkzeug und dem ganzen, das ganze Zeug, das wir dann da haben, kaum was ausrichten, weil wir uns der Witterung so praktisch nicht aussetzen können. Jetzt hier so bei Scheißwetter hier durchzuziehen, hatte ich eigentlich nicht vor. Komm, Kollege. Nach Tinder. Brauch kein Schwein. Ja, das Messer ist jetzt nicht das Tollste, aber vorerst geht's. Das Fleisch hat auch nur noch 44%. Ja, ich lasse das Leder und das andere mit Absicht jetzt da drin. Boah, nee, vergiss es. Kommando zurück. Nicht mit den Klamotten. 14 Uhr, in 3 Stunden wird es auch dunkel. 3 der 4 Stunden. Beginnt schon zu dämmern. Wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben ein bisschen Holz. Zum Glück sehen wir hier noch unsere Fußspuren. So, jetzt ganz vorsichtig. Und jetzt schön hoffen, dass hier kein Wolf aufgetaucht ist.
Wir orientieren uns nach den Fußspuren. Eigentlich müssten die schon weggeweht sein. Also. Na, jetzt sind sie weg. Aber egal, wir sind so gut wie da. Eigentlich bräuchte ich die Rifle hier nicht in der Hand zu halten. Wir haben hier eh keine Munition drin. So. Kurzer Ausflug. Rein in die gute Stube. Haben wir jetzt nur das Siedeholz dabei? Ich glaube ja schon. Ein Reclaimed Wood haben wir auch noch. Ein Cedar und ein Reclaimed. Tinder haben wir auch. Okay. Beschleunigen wir das Ganze. Zack, sind wir auf 95%. Aber ich, dass ihr das mal seht, den Unterschied. Das ist jetzt das Furfeuer, das nehmen wir mal gar nicht, garantiert nicht. So, damit hätten wir mit dem normalen, das hier nur eine halbe Stunde brennt, hätten wir eine 50% Wahrscheinlichkeit. Und mit dem Cedarwood schießt das mal gleich ein ordentliches Stück nach oben, ne? Wir haben 2 Tinder. Ja, ich will, dass es 100% anbrennen angeht. So. Nee. So, hier das Reclaimed mal noch rein. So, dann kochen wir das. Bisschen was ist hier rausgekommen. Eine Stunde übrig. So, dann schmelzen wir uns noch 1 Liter Wasser ein. Welches wir auch abkochen. Jetzt haben wir noch 10 Minuten, das reicht für nichts mehr. Nee. Aber egal, ein bisschen was haben wir. So. Ja, nee, das Ruhe natürlich nicht. So, zu trinken sieht's dünn aus. Da haben wir jetzt nur den 1 Liter Wasser. Uhrzeit, 16 Uhr. Okay. Mal auf Holz klopfen, weil das war schon runter auf 40%. Toi, 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 rein in die Figur. Jo. Drin. Wir haben aber auch sonst gar nichts zu trinken. Ja. Ich meine, der hat es komplett gesoffen, den 1/2 Liter, ne? So, dann schaufeln wir noch mal. Eigentlich egal. Nochmal die Dosen hinterher. So, müde sind wir ja nicht. Uhrzeit 17 Uhr, dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt die Zeit uns noch anders irgendwie noch vertreiben können. Und zwar mit Harvest. Na? So. Wir hatten doch eine Zeitung gefunden. Da machen wir mal direkt 3 Zunder raus. So, was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Sonst nichts, man. Da war eine eher kurze Zeitvertreibung.
Ja, 17 Uhr, da kommen wir jetzt auch nirgendwo mehr hin. Ich habe das fürs Essen gar nicht. Oh, sehr schön. Ah, das ist ja, das ist gut, das ist gut. Da können wir 4 Liter Wasser mit klar machen. Werfen wir noch mal einen Blick nach draußen. Und der Sturm ist vorbei. Funktioniert diese Lampe? Offensichtlich. Okay, dann bleiben wir doch nicht hier. Sehen wir noch mal zu, dass wir irgendwo hinkommen. Da war, glaube ich, auch noch ein Kadaver. Mal schauen, wie fit der noch ist. Prozent. Naja, komm, gib her. Mit den paar Minuten soll es jetzt nicht scheitern. Gewicht 20 Kilo. Uhr. Ja, schaffen wir. Kommen wir heim. So, wir kamen ja von da hinten. Nee, ich gehe jetzt auch keinen Umweg mehr. Ich gehe directly. Macht keinen Sinn, jetzt da im Halbdunkeln noch Experimente zu machen. Dann wäre der Weg jetzt klar, wäre es kein Problem. Das Problem, nur diese eventuelle Route, über die ich gerade nachgedacht habe, um noch einen anderen Punkt zu erreichen, würde mitten durch den Wald führen. Und da habe ich auch mit Laternen nachts keinen Bock drauf. Ich meine, wenn sich diese 9 Grad nur, egal, eigentlich ein super Wetter, wenn sich die halten, könnten wir bei uns ums Haus eventuell noch mal nachschauen. Aber jetzt Gemach nach Wölfen Ausschau halten. Sieht gut aus. Schauen wir mal, was wir hier in der Ecke noch finden. Noch irgendwo ein Wolf. Was ist das? Nix, Brett. Ist das was zum Einsammeln? Was ist das? Ein Metallcontainer. That'll come in handy. Krass. Diese Mütze. Haben wir überhaupt eine Mütze? Ja, wir haben eine Mütze. So, die hat 0,2. Ich höre einen Wolf.
Da hat ein Wolf gebellt. Ganz in meiner Nähe. Kam eigentlich so aus dieser Richtung. Was ist das? Leiche. Looks like this has been here. Ja. Zunder, nimmer. So, hier ist dann nichts mehr. Ja, ich drück mich ein bisschen davor, den Weg da jetzt lang zu laufen. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen Gas geben. Augen zu und durch. Boah, dieses Wolfsgeheule. Wie sehen wir aus? Okay, läuft noch. Komm, Junge, nimm die Beine in die Hand. Das Knacken. Ich denke, das sollte sich ausgehen. Allerdings ist natürlich auch ein Wolf-Spawn-Point direkt neben unserem Haus. Ja, und überhaupt. So, hier könnte es jetzt nochmal kritisch werden. Ist hier einer oder nicht? Wir brauchen dann dringend Munition. Na, 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 na. Okay. Gut. Das hätten wir hinbekommen. Puh, trautes Heimglück allein. War ein sehr, sehr guter, erfolgreicher erster Tag.